Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Schwarze Auge Sternenschweif. Herzlich willkommen in der insgesamt doch eher ein bisschen unwirschen und ungastlich erscheinenden Stadt Garshok, wo wir das erste größere Geheimnis dieses Spiels zu lüften haben. Unsere erste Nebenquest, und ich freue mich jetzt schon. Die mag ich nämlich echt gerne. So. Ich finde es auch schön, dass je nachdem, welchen Charakter wir an den Anfang der Gruppe stellen, unsere Sichthöhe sich variiert. Das ist auch so ein kleines Detail, wo man nicht zwangsläufig drauf achtet, zu der Zeit, zu der dieses Spiel entstanden ist. Es sind so viele Details, es ist so viel Liebe zum Detail in diesem Spiel enthalten. Ich finde es grandios. So, und wir sehen uns jetzt erstmal ein bisschen hier in der Stadt um. Na, von hier sind wir gekommen. So, vielleicht kann der Anwohner hier uns ja gleich was sagen. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Wir sind ja von einem Bolzen getroffen worden. Das können wir ja kurz noch mal im Tagebuch auch Revue passieren lassen. Wir sind unterwegs dem Baron von Meeresfeld begegnet. Offensichtlich hat Rio seinen Zorn erregt. Ja, ich tendiere dazu, sowas gut zu können, denn der Baron forderte ihn zum Zweikampf. Wir sind heute in Garshok angekommen. Aber ich finde es spannend, dass die Geschichte mit dem Armbrustbolzen so gar nicht erwähnt wird. So, wir müssen einen Heiler für Karima finden auf jeden Fall. Laufen wir erstmal ein bisschen die Stadt ab hier. Es gibt ja so ein paar Sachen zu entdecken und zu untersuchen auch. Das war so ein kleiner Kriminalfall hier. So viel kann ich schon mal verraten. Hier mal ein Tempel. Ein Fex-Tempel. Aha. Guten Tag. Möge nichts, was ihr tut, umsonst sein und schon gar nicht gratis. So, reden wir mal über das Attentat, was verübt worden ist, als wir hier die Stadt betreten haben, ja? Wisst ihr etwas über den Armbrustbolzen, der aus dem Hinterhalt auf uns abgeschossen wurde? Da kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Gut, dann erzähl mal was von Fex. Von deinem Gott hier. Vermögt ihr uns etwas über Fex zu sagen? Wir haben einen schweren Stand hier, aber das macht es ja erst reizvoll, nicht? Der Opferstock steht neben dem Eingang. Ihr könnt ihn gar nicht verfehlen. Danke. War schön, sich mit dir unterhalten zu haben. So, ich denke mal, sie wird an ihrem Wundfieber, an ihrem Gelbfieber nicht gleich verrecken hier. Aber wir sollten das Ganze halt auch nicht zu lange hinauszögern. Ich glaube, ich werde erstmal nach Norden gehen, tatsächlich. Den nördlichen Teil der Stadt erstmal erforschen. Tronde Ismansson öffnet uns die Tür. Ich sag's euch im Geheimen. Manche behaupten, das Kräuterweib am Markt wäre eine Hexe. Ich glaube das nicht. Wieso auch? Nur weil sie so viel weiß? Okay, eine Kräuterfrau am Markt weiß also über viele Dinge Bescheid hier, ja? Das ist ja vielleicht ein wunderbarer Ansprechpartner für uns. Wenn wir herausfinden wollen, was hier so vor sich geht. Zwerge kriegen hier nichts. Okay. Der Boden des Marktplatzes ist zu einem großen Teil mit einer feinen weißen Ascheschicht bedeckt. Interessant. So, guten Tag, werte Frau. Haben wir uns nicht schon mal gesehen? Wie steht's mit dem werten Befinden? Ach, naja. Du sag mal, du weißt doch über so viele Sachen Bescheid, ne? Erzähl mal was über Garshok an sich. Vorsicht, Fremde. Nicht jeder ist in diesem Städtchen willkommen. Okay, das haben wir gemerkt. Als wir hier reingekommen sind, gab's ein Attentat auf uns. Weißt du da was über? Also da kenne ich mich ja überhaupt nicht aus. Und der Ascherhaufen hier auf dem Marktplatz, kannst du dazu was erzählen?
Da kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Cool. Weißt du vielleicht was über Sternschweif? Auch nicht. Gut, dann erzähl mal was über Krankheiten. Zombies und Mumien können gefährliche Krankheiten übertragen. Aha. Und noch ein Tipp zu den Kräutern? Wozu Tonnis gut sein soll, habe ich noch nie begriffen. Aber die Zauberer zahlen einen guten Preis dafür. Und weißt du noch was über Gifte? Schurinknolle ist die Basis für viele Waffengifte. Naja gut, das führt hier erstmal im Moment nicht weiter. Vielleicht sollten wir uns erstmal noch ein bisschen genauer in der Stadt umsehen und zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu der alten Kräuterhexe hier zurückkommen. So, was wir aber auf jeden Fall machen können. Ist ein paar Antikrankheitselixiere kaufen für den Fall der Fälle. Kann ich bei ihr Nahrung verkaufen? Nein. Okay. Da brauchen wir einen anderen Händler für. Gut, das heißt, wir müssen später nochmal wiederkommen. Ich hätte die Antikrankheitselixiere nämlich gerne Kurima in die Hand gedrückt. Hier wäre auch ein Heiler gewesen. Okay. Ehrenbrecht Traloppa. Können wir uns ja für eventuelle spätere Bedürfnisse merken. Salamander, handzahme und stubenreine Salamander wenden das Unglück ab, schützen das Haus vor Feuer und bringen den Frauen Fruchtbarkeit. Wollt ihr euch den Stand näher ansehen? Ja klar, sowas habe ich immer Interesse. Die Frau hinter dem Tisch schaut euch seltsam an, als ihr vor ihr steht. Verzeiht, hohe Herrschaften, aber ich verkaufe nur Salamander, nicht ihre Steine. Wollt ihr für 10 Dukaten wenigstens einen Salamander kaufen? Ja, warum nicht? Die Frau nimmt einen Salamander und hält das zappelnde Tierchen vor euch hin. Ihr schnappt euch den Salamander und während ihr noch überlegt, wo ihr jetzt damit hin sollt, befreit er sich aus euren Händen und verschwindet hinter dem Stall. Unser Salamander ist weg. Sehr schade. Wir müssen langsam auch einen Unterschlupf für die Nacht finden, aber ich sehe hier schon eine Herberge. Die Herberge Dach und Fach. Sehr schöne Geschichte. Ich würde sagen, hier kommen wir für die Nacht erstmal zur Ruhe. Dann kann Nuri sich auch so ein bisschen von dem Armbrustbolzenattentat erholen und dann schauen wir mal weiter. Guten Tag, was darf's denn sein? Tja, also als allererstes würde mich interessieren, könnt ihr mal was zum Ascherhaufen sagen? Entschuldigt mich, aber ihr seht ja selbst, was hier los ist. Am besten, ihr schiebt eure neugierigen Gesichter jetzt ganz schnell durch die Tür da vorne. Okay, dann nehme ich jetzt was zu essen. Wir haben alles da, was euer Herz begehrt. Für nur 75 Silberstücke werdet ihr hier alle satt. Was
Also Besseres zu tun. Seht zu, dass ihr Land gewinnt. Wow. Der will wirklich nicht mehr mit uns reden. Dann gönnen wir uns die Suite für eine Nacht. Ihr werdet zufrieden sein. Gute Nacht, werte Gäste, und angenehme Nachtruhe. So, dann kann... Nuri ist ja unsere Heilerin, ne? Die kann sich nicht selber heilen. Haben wir noch einen alternativen Heiler? Wunden heilen. 3 bei Harvey. 5 bei Chris. Korima. Korima kann sich mal nützlich machen. Korima verhilft Nuri zu 5 Lebenspunkten. Und dann schlafen wir noch und ruhen uns erstmal ein bisschen aus. Ist wichtig. Wichtig sowas. Etwa gegen Mitternacht wacht Araka auf, weil sie Stimmen gehört hat. Auf dem Marktplatz tut sich etwas. Aus dem Schatten der umliegenden Häuser lösen sich eine Handvoll Gestalten in braunen Roben mit Zeichnungen auf der Brust, die einen Greifen zeigen. Ich traue mich gerade nicht weiterzudrücken. Aber von alleine geht's wohl nicht weiter, wa? Muss ich wohl doch mal drücken. Ich drücke jetzt. Die Gestalten entzünden einige mitgebrachte Reisigbündel, die in einer großen Stichflamme den Platz in taghelles rötliches Licht tauchen. Aber bereits nach wenigen Minuten ist das Feuer heruntergebrannt und der Wind weht die Asche wie weißen Staub über den Marktplatz, der jetzt wieder verlassen unter euch liegt. Astralenergie um 10 bei Astral. Nuri regeneriert 10 Lebenspunkte. Korima 6 und damit geht's uns wieder gut. So, aber der Wirt will immer noch nicht mit uns sprechen. Und es ist Markttag. Gut, aber unabhängig vom Markt, die gute Gerlanie ist ja ein Quell an Informationen. Vielleicht kann die uns noch was mitteilen hier. Über die Vermummten. Komisch, wie ihr auf die Idee gekommen seid, ausgerechnet mich danach zu fragen. Aber sie beendet zumindest ihr Gespräch nicht direkt, ne? Also. Okay, nach Westen von hier aus. Erforschen wir erst noch weiter die Stadt. Da oben ist noch ein bisschen was. Unter anderem hat sie halt auch wieder so einen blöden Fluss. Hier ist ein Laden. Hier können wir Essen verkaufen. Wunderbar. Hier können wir uns auch Decken kaufen. Das wollte ich recherchieren, aber... Sieben behalte ich für jeden einmal Essen. Ne, warte mal. Sieben behalte ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, und dann will ich zur Vorsicht für jeden noch wieder eine Decke haben. Der würde wohl Decken verkaufen. Der verkauft keine Decken? Oder bin ich gerade blind? Ah doch, hier, da. Ich bin blind. Ich habe nichts gesagt. Ein Fischernetz nehmen wir jetzt einfach mal mit. Ein Zunderkästchen, damit wir... Damit es sich lohnt, vielleicht zumindest eine Fackel mitzunehmen.
Ja. Wunderbar. Wunderbar, das passt schon mal. Vielen Dank, Raoul. Jetzt müssen wir es nur noch verteilen. So, diese Antikrankheitselixiere, die wandern hier hinten in ihr Inventar. Wie wiegt denn so eine Decke? 60 Unzen! Oha! 60 Unzen. Wie lange braucht Harvey bis zur nächsten Stufe? 463, das ist jetzt auch nicht wenig. Warum trägt Astral eigentlich Schurinknollengift bei sich? Starker Heiltrank geht an Rio natürlich. Klugheitselixier. Das nimmt Kurima erstmal. Wenn ich einen anderen Platz habe, dann geht's an Kurima. Das Netz, ja, das kann natürlich bei unserer Jägerin bleiben. Das passt schon. Heißt aber auch, unsere Jägerin bräuchte... Die hat hier einen Dolch dabei, den sie definitiv nicht braucht. Das Zunderkästchen wiederum, das geht natürlich an Chris. Oh, ist das umständlich gerade hier. So. Weil Chris soll auch die Fackel tragen. Er hat jetzt doch keine Decke. Harvey hat keine Decke. Harvey kann aber auch keine Decke tragen. Das ist so ein bisschen Dilemma gerade. Aber die Winterkleidung von Harvey, wenn ich die erstmal Kurima in die Hand drücke. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich ihr die wichtigen Sachen im Zweifelsfall dann möglichst zeitig wieder abnehme. So, die Fackel, die sollte natürlich an Chris gehen, hatte ich gesagt. Der im Moment aber auch komplett überladen ist. Dass sein Inventar hier komplett voll ist, das ist schon okay. Fackel und Zunderkasten sind da. Ganz ehrlich, der Dolch ist nicht magisch und nix, den schmeiße ich jetzt weg. Dieser Speer magisch, den sie mit sich rumschleppt hier, auch nicht, ne? Wieso hat er eigentlich einen Attack- und Parade-Malus, wenn ich den sowieso nur als Fernwaffe benutzen kann? Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, so passt das erstmal. Okay, erforschen wir weiter die Stadt. Durch so ein paar Leute besuchen. Es geschehen gar seltsame Dinge in Garshok, wenn Praios sein Haupt verhüllt.
Das haben wir sehr wohl gemerkt, mein Freund. Praios, ja. Der Gott der Sonne, der Göttervater, oberster aller Götter. Ich kann die Gruppe über die Karte bewegen, quasi so als Schnellreise. Das geht wirklich? Das war mir noch gar nicht bewusst. Aber das ist natürlich fantastisch. Das, beschleunigt das Reisen tatsächlich so ein bisschen. So, ich gehe mal in ein paar Häuser rein. Wir wollen ja wissen, was hier so los ist, ne? Stange schon von 16 bis 3 Uhr. Steht auf einem Schild neben der Tür. Hier einmal rüber. Nach Westen durch quasi. Beziehungsweise können wir erstmal hier oben fertig machen jetzt. So, normalerweise würden wir von hier oben kommen. Wenn Elfenblut in euren Adern fließt, dann geht weg von hier. Sonst ergeht es euch wie dem früheren Müller ganz im Süden der Stadt. Aha. Das ist ja eine interessante Information. Dann sollten wir uns vielleicht im Süden der Stadt noch mal ein bisschen genauer umsehen. So, das hier, da kommen wir normalerweise her. Da, das, wenn wir jetzt dem von Quirasim direkt der Straße gefolgt werden. Aber wir sind da ein paar Umwege gelaufen. Deswegen kamen wir quasi aus der anderen Richtung. Ein Boron-Tempel, ein Tempel des Todes. Was in diesem illustren kleinen Städtchen nicht alles gibt, nicht wahr, nicht? So, da oben haben wir alles. Beamen wir uns mal nach hier unten. Drum wisset, wenn ihr sucht nach schönen Dingen, nicht selten findet ihr sie unweit schon. Okay. Hier haben wir noch einen Krämerladen. Brauchen wir aber gar nicht. Krämerkram haben wir ganz gut auf dem Schirm. So, hier die Wasserflächen ignoriere ich mal ein bisschen. Hier ist einfach nur Fluss, da ist nichts, da gibt es auch nichts zu finden, da brauchen wir nicht hin. Weiter machen wir mal hier unten. Und irgendwo hier unten im Süden sollen wir ja Informationen zum Müller finden. Ist das vielleicht das hier? Für Spitzohren tue ich gar nichts, damit das mal klar ist. Da ist eine Schmiedin. Hier könnten wir Waffen reparieren lassen, wenn die jetzt kaputt wären. Gott sei Dank sind unsere Waffen noch nicht kaputt. Und ich hoffe ja, dass das auch so bleibt. Hier ist noch eine Tür. Mal gucken, ob irgendwelche Leute vielleicht interessante Texte uns zu erzählen haben. Ich habe mich in diesen Städten früher nie so wirklich umgesehen. Also ja, schon umgesehen, aber ich habe die Häuser immer nicht betreten, weil ich relativ schnell einfach in meinem Kopf abgespeichert hatte, das bringt eh nichts. Die haben alle nur diese 0815-Sätze da, aber es gibt ja offensichtlich auch so Ereignisse wie das hier. Aber weil ich eine Ehre, werte reisende Gäste in meinem bescheidenen Heim, ich habe es nicht zu Ende gelesen, aber es dürfte auch recht irrelevant gewesen sein, also von daher. Mhm.
Diese Häuser, wo es im Moment heißt, es scheint niemand da zu sein, die sollten wir uns gut merken. Die sind nämlich später für den Fall noch relevant hier. Was ist denn das für ein Haus? Ist das wieder ein Kräuterhändler, oder? Ja. So, jetzt haben wir schon relativ viel von dieser Stadt auf der Karte aufgedeckt. Was wir bis jetzt nicht gefunden haben, ist ein Müller. Hier ist der Weg weiter. Mit dem könnten wir weiter nach Süden. Unter anderem führt der Richtung Lohwangen. Die größte Stadt, die hier in diesem Spiel drin ist, sagt dem einen oder anderen vielleicht was. Lohwangen ist eine relativ wichtige Stadt in Aventurien, also in der Welt des Schwarzen Auges. So, haben wir es jetzt alles? Das da hinten ist übrigens die Mühle, von der uns erzählt worden ist. Der Müller im Süden der Stadt, dessen Schicksal wir nicht teilen sollen. Schauen wir doch mal. Ihr steht vor den verkohlten Mauern eines abgebrannten Gebäudes. Wir wollen die Ruine durchsuchen, natürlich. Nach dreistündiger Suche brächte das Unternehmen ab. Ein Mühlstein lässt Harvey vermuten, dass die Ruine früher als Mühle gedient hat. Innenwände und Einrichtung scheinen im Verhältnis zum Äußeren noch gut erhalten. Astral schließt daraus, dass das Feuer nicht im Gebäude selbst entstanden ist. Muss ich mal kurz... Das sind alles wichtige Informationen. Und vielleicht... kann uns die gute Kräuterhexe am Markt, die ja angeblich so viel über alles weiß, ja zumindest erzählen, was eventuell mit dieser Mühle passiert ist. Wisst ihr vielleicht, was es mit der abgebrannten Mühle auf sich hat? Eine Schande ist das! Arterion war der einzige Müller weit und breit und keiner wollte ihm helfen, bloß weil er ein Elf ist. Arterion. Wer ist Arterion? Der hatte hier eine Mühle. Ja, bis sie neulich abgebrannt ist. Danach ist er weggezogen. Soviel ich gehört habe, hat er die Stadt gen Osten verlassen und lebt jetzt in einem kleinen Wäldchen nahe der Stadt. Ein Wäldchen, an dem wir tatsächlich auf dem Weg hierher auch vorbeigekommen sind. Vielleicht sollten wir ja dem guten Herrn Müller mal einen Besuch abstatten und gucken, was er zu dieser ganzen Angelegenheit hier rund um diese Stadt zu sagen hat. Erscheint mir wie eine sinnvolle Geschichte. Das heißt, wir gehen quasi die Richtung zurück, die wir gekommen sind. Wir sind quasi an Arterion schon vorbeigekommen. Und in der nächsten Folge machen wir uns auf, das Geheimnis von Garshok zu lüften. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.